Liebe Geschwister, das Thema meines Vortrags heißt die Flüchtlingskrise aus politischer und biblischer Sicht. Spätestens seit Sommer vergangenen Jahres ist die Flüchtlingskrise, das heißt die Einwanderung von bisher weit über 1 Million Flüchtlinge und sonstiger, zumeist aus Syrien, Irak, Afghanistan und nordafrikanischen Staaten stammender Personen nach Deutschland und die damit verbundenen Folgen, dasjenige Thema, das nicht nur die Schlagzeilen sämtlicher Zeitungen und sonstigen Medien bestimmt, sondern auch überall in Deutschland kontrovers diskutiert wird und zu zahlreichen Auseinandersetzungen geführt hat. Man könnte sogar fast von einer Spaltung der deutschen Gesellschaft sprechen, die durch das Pro und Contra zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung hervorgerufen wurde. Auch unter Christen wird dieses Thema kontrovers diskutiert. Die Einwanderungspolitik und die künftige zahlenmäßige Entwicklung der Einwanderung, insbesondere von muslimischen Arabern und Schwarzafrikanern, sind in der Tat für die Zukunft von Rechtsordnung, Kultur und Gesellschaft Deutschlands von entscheidender Bedeutung. In meinem Beitrag möchte ich als erstes die aktuelle Situation kurz darstellen und dann anhand der Bibel bewerten. Dann möchte ich die Rechtslage nach deutschem und EU-Recht darstellen und die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik der Bundesregierung nach politischen Kriterien bewerten. Ich will aber auch darüber sprechen, wie wir als Christen mit Flüchtlingen persönlich umgehen sollen. Und dies betrifft die sozialdiakonische Hilfe und vor allem unsere Verpflichtung zu Mission und Evangelisation. Ja, als erstes möchte ich die aktuelle Situation darstellen. Schon im Jahr 2014 verzeichneten die Staaten der EU einen deutlichen Anstieg der Asylbewerberzahlen um rund ein Drittel auf über 600.000 Personen. Hauptgrund hierfür waren der Bürgerkrieg in Syrien und der Terror islamischer Milizen in Syrien, Irak und Afghanistan. Jedoch kamen auch aus Afrika und aus den Westbalkanstaaten zahlreiche Migranten. Im Sommer 2015 kam es dann in Deutschland zu einem massiven Anstieg der Flüchtlingszahlen. Hierfür maßgeblich war vor allem die Tatsache, dass die Bundesregierung das sogenannte Dublin-Verfahren auf syrische Flüchtlinge nicht mehr anwandte. Das Dublin-Abkommen, genannt Dublin III, sieht vor, dass dasjenige Land für das Asylverfahren zuständig ist, in das der betreffende Flüchtling erstmals nach Europa einreist. Das sind vor allem Griechenland und Italien. Die Aussetzung des Dublin-Abkommens durch Deutschland bedeutet, dass das Asylverfahren einreisender Ausländer in Deutschland durchgeführt wird, obwohl diese fast immer aus einem sicheren Einreiseland in der EU kamen und obwohl sie aufgrund von Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes in diesen Fällen gar keinen Anspruch auf Asylgewährung haben. Die meisten der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und kamen, kamen über Griechenland, den Balkan und Österreich. Sie werden an der deutsch-österreichischen Grenze nicht zurückgewiesen und es wird auch nicht geprüft, ob sie die Voraussetzung eines Asylanspruchs überhaupt haben könnten. Viele von ihnen besaßen keine Personaldokumente und wurden auch nach ihrer Einreise nicht registriert. Es ist derzeit nicht bekannt, wie viele Flüchtlinge überhaupt in Deutschland leben und wo ein großer Teil von ihnen sich aufhält. Im Jahr 2015 wurden knapp 1,1 Millionen Asylsuchende in dem betreffenden EDV-System registriert. Doch ist anzunehmen, dass es sich tatsächlich noch um bedeutend mehr Personen handelt.
wird auch der geforderte Familiennachzug verwirklicht, dessen Beginn und Umfang unter den Politikern umstritten ist, so werden nochmals sehr viele Menschen nach Deutschland kommen. Seit Ende 2015 wird versucht, die Einwanderungswelle durch verschiedene Maßnahmen einzudämmen, etwa durch ein Abkommen mit der Türkei, das die Türkei verpflichtet, Menschen, die dort aus Syrien und dem Irak ankommen, nicht in andere Staaten weiterzuleiten und nicht asylberechtigte Personen zurückzunehmen, die sich bereits in anderen EU-Staaten, besonders in Griechenland, befinden. Österreich, das lange Zeit ebenfalls sehr viele Flüchtlinge aufnahm, hat im Januar 2016 Obergrenzen für die Aufnahme festgelegt, nämlich auf 37.500 Flüchtlinge pro Jahr. Die meisten anderen EU-Staaten haben, mit Ausnahme von Schweden und Österreich, demgegenüber weitaus weniger Flüchtlinge aufgenommen, insbesondere Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Und diese Staaten haben die Aufnahme zum Teil auch auf christliche Flüchtlinge beschränkt. Und zugleich kritisieren auch andere EU-Staaten die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und führen auch Grenzkontrollen wieder ein. So auch Dänemark und selbst Schweden, dessen Flüchtlingspolitik weitgehend mit der der Bundesrepublik lange Zeit identisch war. Zu einer einheitlichen EU-Politik und insbesondere zur Anerkennung und Durchsetzung von sogenannten Flüchtlingsquoten, in denen sich die einzelnen EU-Staaten zur Aufnahme einer bestimmten Zahl von Flüchtlingen verpflichten, ist es nicht gekommen. Im Gegenteil hat die Flüchtlingskrise zu zunehmenden Streitigkeiten innerhalb der EU geführt. In Deutschland wird die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung von allen im Bundestag vertretenen Parteien verteidigt, auch wenn es in der CDU und vor allem auch in der CSU erhebliche Widerstände auch innerhalb der Bundestagsfraktionen gibt. An der Basis allerdings, das heißt auf der Ebene der Städte, Gemeinden und Kreise, sind aber nicht nur Kommunalpolitiker von CDU und CSU, sondern auch anderer Parteien zu dem Ergebnis gelangt, dass eine ordnungsgemäße Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge in dem bisherigen Umfang nicht möglich ist. Auch der Vorsitzende der CDU, Seehofer, hat sich verschiedentlich in scharfer Form gegen die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin ausgesprochen. Die gesellschaftlichen Institutionen wie Medien, Kirchen und Gewerkschaften billigen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Wer sie ablehnt, steht in der Gefahr, ausgegrenzt und als ausländerfeindlich und Schlimmeres bezeichnet zu werden. Vorurteile sowie diffuse Ängste werden den Gegnern der Flüchtlingspolitik ebenfalls oft vorgeworfen. Das heißt, es wird bestritten, dass es ernstzunehmende Gründe gibt, diese Politik abzulehnen. Ein großer Teil und vermutlich wohl die Mehrheit der Bundesbürger lehnt hingegen die Flüchtlingspolitik ab, wie aus verschiedenen Umfragen seit Herbst vergangenen Jahres hervorgeht. Erst kürzlich fand im Auftrag des Spiegel eine Umfrage statt, wo sich 37% der Bevölkerung als zufrieden oder sehr zufrieden mit der Flüchtlingspolitik bezeichneten, aber 61% als zufrieden, als unzufrieden oder sehr unzufrieden. Und ja, die Ablehnung der Flüchtlingspolitik ist auch gewachsen seit den schweren sexuellen Übergriffen von Arabern und Nordafrikanern in der Silvesternacht in Köln und anderen Großstädten. Aber auch Verfassungsrechtler üben massive Kritik, die ebenfalls seit Anfang dieses Jahres deutlich stärker geworden ist. Die Organe der EU sind in der Flüchtlingsfrage uneins. Während die Präsidenten der EU-Kommission und des EU-Parlaments, Juncker und Schulz, dafür eintreten, dass sich sämtliche Staaten der EU in der Flüchtlingsfrage solidarisch zeigen, indem sie Quoten akzeptieren und insgesamt eine möglichst große Zahl von Flüchtlingen aufnehmen, äußerte der Präsident des Rates der Europäischen Union, Donald Tusk, bereits im Dezember 2015, dass Europa nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen könne und dass auch Deutschland dies nicht könne.
Für uns als Christen ist es von entscheidender Bedeutung, was die Bibel zu dem Thema Ausländer und Flüchtlinge zu sagen hat. Insbesondere geht es darum, ob sich aus der Bibel eine Verpflichtung Deutschlands und der übrigen europäischen Staaten ergibt, Flüchtlinge aufzunehmen, und wenn ja, in welchem Umfang diese Verpflichtung besteht. Dass dies sehr weitgehend der Fall sei, wird ja von kirchlicher und freikirchlicher Seite seit Beginn der Flüchtlingskrise, aber zum Teil schon seit Anfang der 90er Jahre behauptet. Begründet wird dies vor allem mit dem Gebot der Nächstenliebe sowie einigen Aussagen des Alten Testaments über die Rechtsstellung der Fremden in Israel. Umgekehrt wird denen, die die Aufnahme von Flüchtlingen ablehnen oder der Meinung sind, dass nur wenige Flüchtlinge oder nur christliche Flüchtlinge aufgenommen werden sollten, vorgeworfen, sie seien ausländerfeindlich oder es fehle ihnen an Nächstenliebe. Oftmals wird ihnen deshalb sogar ihr Christsein abgesprochen. Doch was sagt die Bibel wirklich dazu? Jesus sagt im Lukas-Evangelium in Kapitel 10, Vers 27, indem er auf das Alte Testament, etwa 3. Mose 19, Vers 18, Bezug nimmt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Nächstenliebe gebietet den Gläubigen, jeden Nächsten zu lieben, unabhängig von seiner Religion, Staatsangehörigkeit oder ethnischen Herkunft. Jedoch stellt sich die Frage, ob sich daraus für die Bundesrepublik oder andere Staaten eine Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen ergibt. Dies hängt zunächst davon ab, wer im biblischen Sinn Nächster ist. Aus dem Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter wird man entnehmen können, dass Nächste einzelne notleidende und hilfsbedürftige Personen sind, die in eine Beziehung zu einzelnen anderen Menschen gesetzt sind, die in der Lage sind, ihnen zu helfen. Diese Menschen sind unsere Nächsten und umgekehrt sind wir ihnen die Nächsten. Und wie der Begriff Nächster schon sagt, setzt dies auch ein gewisses räumliches Näheverhältnis voraus. Es sind somit nicht die notleidenden Menschen in der Welt in ihrer Gesamtheit unsere Nächsten. Auch nicht etwa die Armen, die Arbeitslosen, die Kranken und so weiter in ihrer Gesamtheit, sondern nur jeweils einzelne Menschen in unserer Nähe, die auf unsere Hilfe angewiesen sind und denen wir helfen können. Für Christen mit der Gabe und Aufgabe der Diakonie ist die Reichweite ihres Handelns und ihres Auftrags allerdings größer, je nachdem, wie sie von Gott geführt werden. Wir denken da etwa an die großen sozialdiakonischen Einrichtungen in Vergangenheit und Gegenwart, etwa an die Waisenhäuser Georg Müllers oder an Christen, die so viele Waisenkinder, Obdachlose oder Kranke in ihr Haus aufgenommen haben, wie nur eben möglich war. Aber das ist nicht der Maßstab für jeden einzelnen Christen und erst recht nicht für den Staat. Nun spricht die Ökumene zwar schon seit langem vom sogenannten fernsten Nächsten, oder jetzt spricht man von globalisierter Nächstenliebe. Aber dies entspricht eben nicht dem biblischen Begriff des Nächsten und löst die biblische Nächstenliebe zugunsten einer humanistischen, allgemeinen Menschenliebe und Mitmenschlichkeit auf. Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt betrifft den Adressaten des Gebots der Nächstenliebe. Das Gebot der Nächstenliebe richtet sich zwar an jeden einzelnen Menschen, jedoch ist es für Nichtchristen unerfüllbar, denn die Nächstenliebe kann nur in Verbindung mit der Gottesliebe erfüllt werden. Außerdem richtet sich das Gebot nicht an den Staat, denn seinen Nächsten oder überhaupt andere Menschen lieben kann nur eine natürliche Person, also ein Mensch und nicht eine Institution. Die Flüchtlingspolitik betrifft nun aber nicht das Interesse oder das Handeln einzelner Personen, sondern die des Staates und des gesamten Volkes. Es verhält sich hier nicht anders als bei der Frage der Zulässigkeit der militärischen Landesverteidigung, wo in den 70er und 80er Jahren pazifistische Kreise der evangelischen Kirche diese unter Berufung auf das biblische Gebot der Feindesliebe abgelehnt hatten. Aber auch das Gebot der Feindesliebe bezieht sich nur auf den einzelnen Christen
und sein Verhältnis zu seinem persönlichen Feind und nicht auf den Staat gegenüber anderen Staaten, die ihn angreifen oder bedrohen, wie es damals ja durch den Warschauer Pakt der Fall war. Es wäre jedoch zu prüfen, ob sich eine Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen aus den Bestimmungen des Alten Testaments ergibt, die die Rechtsstellung des Fremden in Israel regeln. So heißt es im 2. Mose 22, Vers 20, die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Und in 5. Mose 10, Vers 18 heißt es, der Herr hat die Fremdlinge lieb. 2. Mose 24, Vers 22 gebietet sogar eine Rechtsgleichheit zwischen Einheimischen und Fremden, denn dort heißt es, es soll ein und dasselbe Recht unter euch sein, für den Fremdling wie für den Einheimischen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und ähnliche Aussagen finden sich noch an einigen anderen Stellen des 3. und des 4. Buches Mose. Diese Aussagen regeln jedoch lediglich die Rechtsstellung derjenigen Fremden, die sich schon in Israel aufhalten. Sie begründen aber keine Verpflichtung des Staates Israels, alle oder einen Teil der Fremden, die sich in Israel dauerhaft aufhalten wollten, in das Land aufzunehmen. Und zum anderen macht die Bibel hinsichtlich der Rechtsstellung der sich in Israel aufhaltenden Fremden erhebliche Unterschiede. Denn das Alte Testament unterscheidet zwischen dem Ger und dem Nechar. Der Ger ist der völlig Integrierte, und zwar auch unter anderem durch seine Beschneidung religiös integrierte Fremde, der sich dem Volk Israel in jeder Hinsicht angeschlossen hatte. Nechar war hingegen der nicht oder nicht vollständig integrierte Fremde. Nur auf den Ger, den vollständig integrierten Fremden, trifft es zu, dass für ihn das gleiche Gesetz und Recht gelten sollte wie für den Einheimischen. Denn in 2. Mose 24, Vers 22 und in den genannten Bibelstellen aus dem 3. und 4. Buch Mose, die eine identische Rechtsordnung für Einheimische und Fremde gebieten, steht für Fremder immer Ger und nicht Nechar. Nur der Ger hatte auch Zugang zum Sozialsystem des Volkes Israel. Nur ihm kam das Erlassjahr zugute in 5. Mose 15. Und nur ihm durfte, wie dem Einheimischen, bei einem Darlehen kein Zins auferlegt werden. 5. Mose 23, Vers 20 folgende. Der nicht integrierte Fremde hingegen wird in manchen Bibelstellen sogar als Gefahr für das Volk Israel angesehen. So wird etwa als Strafe für Ungehorsam gegen Gott angekündigt, dass Fremde sich das Vermögen aneignen, das das Volk Israel erwirtschaftet hat. Etwa in Jeremia 6, Vers 12. Und soweit das Neue Testament von Gästen oder Fremdlingen spricht, etwa in Epheser 2, Vers 19 oder im 1. Petrus 1, Vers 1, so geht es dabei nicht um Ausländer, sondern um die Nichtsesshaftigkeit und das Außerhaussein der Gläubigen, weil deren Heimat nicht auf der Erde, sondern im Himmel ist. Die Frage, ob und in welchem Umfang die Bundesrepublik verpflichtet ist, Flüchtlinge aufzunehmen, lässt sich somit nicht anhand der Bibel entscheiden, sondern es handelt sich hierbei um eine politische Ermessensfrage, bei der das Für und Wider sorgfältig zu erwägen ist und bei der in erster Linie die Interesse des aufnehmenden Staates und seiner Bürger zu berücksichtigen sind. Denn seinen eigenen Bürgern gegenüber ist die Regierung eines jeden Staates in erster Linie zu Schutz und Fürsorge verpflichtet. Und dem entspricht auch der von jedem Bundespräsidenten, Bundeskanzler und Bundesminister zu leistende Amtseid nach Artikel 56 des Grundgesetzes, worin diese unter anderem schwören, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Allerdings ist die Regierung bei ihren Entscheidungen auch verpflichtet, das von ihr selbst gesetzte Recht einzuhalten, etwa die grundgesetzliche Verpflichtung zur Gewährung des Asylrechts, soweit diese Verpflichtung reicht, oder die Einhaltung internationaler Abkommen. Und hiermit komme ich zu einem zweiten Punkt, nämlich der Prüfung der Rechtslage im Hinblick darauf, ob und in welchem Umfang sich hieraus eine Verpflichtung Deutschlands zur Aufnahme von Flüchtlingen ergibt.
Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass ein Recht auf Einreise eines Ausländers nach Deutschland oder auch in andere Staaten nicht automatisch besteht, sondern dass eine Gesetzesnorm eingreifen muss, die eine entsprechende Erlaubnis dazu gibt. Umgekehrt ist illegale Einreise in praktisch allen Staaten verboten und strafbar. Gemäß Artikel 16a Absatz 1 des Grundgesetzes genießen politisch Verfolgte Asylrecht. Auch Verfolgung aus religiösen Gründen oder wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, das heißt zu einem bestimmten Volk oder Nationalität, werden anerkannt. Keine Verfolgung liegt hingegen vor bei Nachteilen, die jemand aufgrund der allgemeinen Zustände in seinem Heimatland zu erleiden hat, wie etwa Hunger oder Naturkatastrophen, aber auch bei den allgemeinen Auswirkungen von Unruhen, Revolutionen und Kriegen. Nur bei einem kleinen Teil der nach Deutschland einreisenden Flüchtlinge liegt einer der oben genannten Verfolgungstatbestände vor. Aber auch diese haben zumeist keinen Anspruch auf Asylgewährung, denn Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes sieht vor, dass ein solcher Anspruch dann nicht besteht, wenn der Asylbegehrende aus einem sicheren Drittland einreist. Und dies trifft nun auf praktisch alle Flüchtlinge zu, denn diese sind nach ihrer Flucht aus Syrien oder dem Irak oder Afghanistan fast immer in Spanien, Italien oder Griechenland und damit in sicheren Drittländer eingereist. Es ist auch davon auszugehen, dass sie dort Gelegenheit gehabt hätten, einen Asylantrag zu stellen. Und gemäß Artikel 16a Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes können die bundesdeutschen Behörden den Flüchtling in das Drittland zurückschicken, wo er als erstes den Asylantrag hätte stellen können. Auch Paragraph 18 Absatz 2 Nummer 1 des Asylverfahrensgesetzes stellt klar, dass der, der sich auf ein Asylrecht nicht berufen kann, an der Grenze zurückgewiesen oder aus dem grenznahen Raum zurückgeschoben werden muss. Denn dort heißt es, dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Nun wurde in der Dublin III Verordnung, von der ich ja schon sprach, die seit dem 1. Januar 2014 anzuwenden ist, allerdings auch ein sogenannter subsidiärer internationaler Schutz verankert. Und aufgrund dessen sieht § 4 Absatz 1 Nummer 3 des Asylverfahrensgesetzes vor, dass ein Ausländer dann subsidiär schutzberechtigter ist, wenn er stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Und als ernsthafter Schaden gilt unter anderem eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. Es muss also eine individuelle Bedrohung im Herkunftsland stichhaltig vorgebracht werden. Die besteht nicht, wenn ein Flüchtling bereits in einem Flüchtlingslager Schutz gefunden hatte oder sich nicht aus seinem ihn bedrohenden Heimatland auf den Weg nach Deutschland gemacht hatte, etwa Syrer aus einem Flüchtlingslager im Libanon. Die allgemeine Bedrohung durch einen Bürgerkrieg erfüllt den Tatbestand des subsidiären Schutzes ohnehin nicht. Bei vielen Einwanderern ist auch unklar, ob sie überhaupt aus Syrien kommen und vor dem Bürgerkrieg geflohen sind, da sie keine Ausweispapiere besitzen. Immerhin erfüllt ein, wenn auch wohl nur kleiner Teil der Flüchtlinge aus Syrien diese Kriterien, das heißt, es besteht eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt aufgrund des Bürgerkriegs. Und diese Personen müssen nach geltendem Recht aufgenommen werden, die subsidiär Schutzberechtigten allerdings zunächst nur bis zu 3 Jahre. Allerdings müsste dann auch hier im Grunde genommen die Regelung des Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz entsprechend gelten, sodass kein subsidiärer Schutz gewährt wird,
der die Einreise rechtfertigt, wenn der Bürgerkriegsflüchtling aus einem sicheren Drittstaat eingereist ist. Denn solche Flüchtlinge haben ebenso wie politisch Verfolgte kein Schutzbedürfnis mehr, weil die Gefahr mit der Einreise in den sicheren Drittstaat behoben war. Und es widerspricht im Grunde der Rechtsordnung, dass subsidiär Schutzberechtigte, also Bürgerkriegsflüchtlinge, besser gestellt werden als politisch Verfolgte. Allerdings ist eine solche Regelung bisher noch nicht in das Grundgesetz und in das Asylverfahrensgesetz aufgenommen worden. Aber unabhängig von dieser Rechtslage ließ und lässt man wohl auch heute noch viele hunderttausend Menschen ins Land einreisen und sie dort Asylanträge stellen, obwohl offenkundig ist, dass sie aufgrund der Einreise aus einem sicheren Drittstaat keinen Asylanspruch haben. Das Asylverfahren wird also auch in diesen Fällen in Deutschland durchgeführt. Dann aber gilt § 60 Absatz 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, wonach auch Nicht-Asylberechtigte nicht in ein Land abgeschoben werden dürfen, in dem ihnen Verfolgung aus politischen, religiösen, ethnischen und ähnlichen Gründen droht. Gleiches gilt, wenn ihnen doch die Folter oder die Todesstrafe droht. Und dies ist mitunter der Fall, vor allem bei Moslems, die nach ihrer Flucht Christen geworden sind. Diese Regelungen bedeuten aber, dass es zu einem langdauernden Rechtsstreit wegen des Vorliegens von Asylgründen oder von Abschiebungshindernissen kommen kann. Man bedenke, dass Ende 2015 nach offiziellen Aussagen über 600.000 Asylanträge noch nicht bearbeitet waren. Und ferner wenden die Behörden häufig auch § 60a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes an. Hiernach kann die Abschiebung von Ausländern aus humanitären Gründen für bis zu 6 Monaten ausgesetzt werden. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass sich für die weitaus meisten Flüchtlinge weder aus Normen des Grundgesetzes noch aus Normen oder Rechtsgrundsätzen des EU-Rechts ein Anspruch auf Einreise oder ein Bleiberecht ergibt. Auch aus völkerrechtlichen Bestimmungen ergibt sich ein solcher Anspruch nicht. Dies hat erst im Januar dieses Jahres der Verfassungsrichter Udo Di Fabio in einem Gutachten festgestellt, das er im Auftrag der bayerischen Regierung erstellt hat. Di Fabio stellt darin ausdrücklich fest, dass das Grundgesetz nicht den Schutz aller Menschen weltweit durch faktische oder rechtliche Einreiseerlaubnis garantiert und dass eine solche unbegrenzte Rechtspflicht auch weder europarechtlich noch völkerrechtlich besteht. Schließlich bestehen auch große Bedenken, ob die seit September 2015 vorgenommene Politik auch formal rechtmäßig ist und nicht eine Entscheidung des Bundestages erforderlich gewesen wäre. Allerdings wird auch von den Befürwortern der Flüchtlingspolitik zumeist nicht davon gesprochen, dass Deutschland aus Rechtsgründen zur Aufnahme der Flüchtlinge verpflichtet sei, sondern in Erfüllung der Werte der EU. Und als solche werden vor allem Humanität, Solidarität und Schutz der Menschenwürde genannt. Aber die Anerkennung dieser Grundsätze und Werte kann nicht bedeuten, dass Millionen Menschen, die nach den zuvor genannten Rechtsnormen nicht einreise- und aufenthaltsberechtigt sind, die Einreise und Einwanderung in die Staaten der EU gestattet werden muss. Denn der Schutz der Menschenwürde, zu der Deutschland und die anderen EU-Staaten ja verpflichtet sind, zum Schutz der Menschenwürde in den jeweiligen Ländern, kann ja nicht bedeuten, dass man verpflichtet ist, Millionen Menschen aufzunehmen, die in anderen Ländern leben, deren Menschenwürde bedroht wird. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und auch der Bundeskanzlerin ist durchaus bewusst, dass es sich bei den Flüchtlingsströmen größtenteils um illegale Einwanderung handelt. Aus illegaler Einwanderung will sie aber nach ihren eigenen Angaben legale Einwanderung machen. Sei es durch entsprechende Gesetzesänderungen, sei es durch die normative Kraft des Faktischen, das heißt, dass die Dinge, die eben geschehen, eines Tages eben auch anerkannt werden müssen und als Recht anerkannt werden. Nun komme ich zur politischen Beurteilung der Flüchtlingspolitik. Und eine solche Beurteilung setzt die Abwägung sämtlicher für und gegen sich sprechenden Tatsachen und zu erwartenden Entwicklungen voraus. Als erstes müssen selbstverständlich erst einmal die Ziele der Flüchtlingspolitik geklärt werden.
Es steht nun aber nicht fest, wie viele Flüchtlinge nach dem Willen der Bundesregierung überhaupt einwandern sollen. Es lässt sich aber allerdings sagen, dass es bis jetzt schon über 1 Million sind, vermutlich schon über 1,5 Millionen. Und eine Obergrenze oder ein Einwanderungsstopp wird von der Bundesregierung auch weiterhin abgelehnt. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass auch in diesem Jahr und im Laufe der nächsten Jahre insgesamt weitere Millionen Flüchtlinge kommen werden. Und man wird ferner davon ausgehen müssen, dass der größte Teil von ihnen auch in Deutschland bleiben soll und wird und nicht etwa nur vorübergehend etwa für die Dauer des syrischen Bürgerkrieges. Neben humanitären Gründen wird für diese Politik oftmals geltend gemacht, dass der Zuzug von Ausländern erforderlich sei, um den Geburtenrückgang der Deutschen auszugleichen und neue Arbeitskräfte ins Land zu holen. Nicht zuletzt auch deshalb, um die Renten der deutschen Bevölkerung zu sichern. Es trifft allerdings zu, dass infolge des Geburtenrückgangs und nicht zuletzt auch der zahlreichen legalen Abtreibungen die deutsche Bevölkerung schon seit längerem immer mehr abnimmt. Ob es allerdings erforderlich und geboten ist, anstelle der nicht geborenen deutschen Ausländer und hierbei solche aus Kulturen ins Land zu holen, die von der unseren Kultur sehr verschieden sind, ist eine andere Frage. Dies würde zunächst voraussetzen, dass in entsprechender Zahl Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und dass zumindest ein großer Teil der Einwanderer die nötigen beruflichen Qualifikationen besitzt oder in absehbarer Zeit erwirbt, um diese Arbeitsplätze zu besetzen. Wie in dieser Frage so oft gehen die Meinungen hier auch stark auseinander. Befürworter der Einwanderung sind da bekanntermaßen sehr optimistisch, Gegner eher pessimistisch. Alles in allem wird man der Erwartung aber wohl doch eher skeptisch gegenübertreten müssen, dass Hunderttausende neu geschaffene oder bislang unbesetzte Arbeitsplätze zur Verfügung stehen werden und dass Hunderttausende Einwanderer im Laufe weniger Jahre imstande sein werden, die deutsche Sprache hinreichend zu erlernen und zugleich die entsprechenden Qualifikationen für höher qualifizierte Tätigkeiten erwerben werden. Zu berücksichtigen ist ferner, dass sich auch in den kommenden Jahren Hunderttausende deutsche Schulabsolventen um Lehrstellen und berufliche Anstellungen bewerben werden, was zu einem starken Konkurrenzdruck und auch zu sozialem Unfrieden führen würde. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch eine bundesdeutsche Familienpolitik, die Ehe und Familie nicht nur materiell, sondern auch ideell stärker fördert, als dies seit langem geschehen ist, wo Ehe und Familie vielfach abgewertet wurden zugunsten nicht-ehelicher Beziehungen. Viele Befürworter der Flüchtlingspolitik begründen ihre Haltung auch nicht mit wirtschaftspolitischen Nützlichkeitserwägungen, sondern mit dem Wunsch, dass Deutschland, wie es heißt, vielfältiger, offener und bunter werden soll. Die Einwanderung wird hier also mit einer durch sie geschaffenen angeblichen gesellschaftlichen und kulturellen Bereicherung begründet. Was ist davon zu halten? Zweifellos würde durch die Einwanderung von Menschen anderer Religionen und Kulturen, soweit sie einen gewissen Prozentsatz überschreitet, eine erhebliche Gesellschafts- und Kulturveränderung bewirkt. Würde die beabsichtigte Integration gelingen, so wäre diese Kultur dann nicht mehr in erster Linie deutsch-mitteleuropäisch und vor allem auch nicht mehr christlich geprägt, soweit sie es heute noch ist, sondern es würde eine neue Kultur entstehen, die sich zusammensetzt aus Elementen der bisherigen Kultur und der verschiedenen Kulturen und Religionen der Einwanderer. Würde die Integration nicht gelingen, so würden Parallelgesellschaften verschiedener Kulturen entstehen, wie dies etwa in Frankreich vielfach der Fall ist, oder es würde sogar zu einem Kulturkampf kommen, zu einem Kampf zwischen verschiedenen Kulturen und gesellschaftlichen Gruppen. Die Kultur- und Gesellschaftsveränderung durch Einwanderung ist nun in der Tat für einflussreiche Kreise Deutschland und europaweit ein erstrebenswertes und wichtiges Ziel. Aber ist es auch wirklich erstrebenswert? Tatsache ist jedenfalls, dass wohl die weitaus meisten Bürger in unserem Land weiterhin in ihrer bisherigen Kultur leben möchten, wobei sich viele Christen allerdings wünschen, dass diese wieder stärker
von christlichen Grundwerten geprägt sein möge, was ja in den letzten Jahrzehnten immer weniger der Fall ist. Deutschland gehört seit ca. 1200 Jahren zum christlichen Abendland und als Christen sind wir der Überzeugung, dass es für einen Staat und eine Gesellschaft am besten ist, wenn die Verfassung und Rechtsordnung auf den Geboten und Ordnungen Gottes beruht und die große Mehrheit der Überzeugung ist, dass Jesus Christus der Erlöser ist, der die Menschen mit Gott versöhnt und dass die Bibel Gottes Wort ist. Auch wenn uns bewusst ist, dass es zu allen Zeiten, auch in Deutschland und in den anderen Staaten des christlichen Abendlandes, immer nur eine kleine Minderheit war, die tatsächlich durch Bekehrung und Wiedergeburt zu Kindern Gottes geworden war. Aber auch abgesehen von der leider immer geringeren christlichen Prägung unseres Landes, wollen die meisten Bürger einfach in der Kultur- und Gesellschaftsordnung, wie sie sie aus den vergangenen Jahrzehnten bis heute kennen, weiterhin leben und wünschen keine grundlegenden kulturellen Veränderungen. Und das sollte jede Regierung respektieren und ihren Bürgern nicht eine solche Veränderung aufzwingen. Aus christlicher Sicht muss in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen werden, dass Gott im Turmbau zu Babel in 1. Mose Kapitel 11 die Welt in eine Vielzahl von Staaten, Völker und Sprachen unterteilt hat, sodass diese auch ihre Existenzberechtigung haben. Die Völker und Staaten sollen einander nicht mit Hass und Krieg gegenübertreten, wie es in der Geschichte so oft der Fall war, aber auch nicht in einer politischen, ethnischen und religiösen Einheit aufgehen, sondern in einem Verhältnis der guten Nachbarschaft miteinander leben. Und daran festzuhalten, hat nichts mit Nationalismus zu tun. Zuletzt soll hier auf eine der Hauptforderungen der Befürworter der Flüchtlingspolitik eingegangen werden, wonach die Verteilung der Flüchtlinge EU-weit durch einen Verteilungsschlüssel erfolgen soll. Das heißt, jeder EU-Staat soll sich verpflichten, eine mehr oder weniger große Anzahl von Flüchtlingen, insgesamt aber eine sehr große Anzahl aufzunehmen. Aber auch dies würde die Probleme, die ich hier dargestellt habe, nicht lösen und würde zudem einen Eingriff in die Souveränität der anderen EU-Staaten bewirken. Und die meisten EU-Staaten lehnen daher diese sogenannte gesamteuropäische Lösung oder diesen Verteilungsschlüssel ab. Im Zusammenhang mit den Argumenten für die Flüchtlingspolitik bin ich zum Teil schon auf die entsprechenden Gegenargumente eingegangen. Hinzu kommen jedoch noch weitere Argumente, die gegen die bisherige Flüchtlingspolitik sprechen. Es ist schon jetzt kaum noch möglich, den Flüchtlingen Wohnungen zu verschaffen. Schon nach wenigen Wochen seit Beginn der Massenzuwanderung im September 2015 hatten Städte und Gemeinden sehr große Probleme, diese Menschen unterzubringen. Turnhallen wurden beschlagnahmt und als Unterkünfte hergerichtet, leerstehende Gebäude mit erheblichem Kostenaufwand renoviert. Private Hauseigentümer wurden aufgefordert, leerstehenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es dürfte jedem klar sein, dass der Staat nicht hunderttausende Wohnungen aus dem Boden stampfen kann, schon gar nicht innerhalb eines ganz kurzen Zeitraums über mehrere Jahre hinweg. Hunderttausende oder gar Millionen von Flüchtlingen ohne geeignete Wohnung werden sich aber nicht integrieren lassen, sondern stellen ein Potenzial für Unzufriedenheit und Unruhen dar. Ein weiteres Hauptargument betrifft die Beeinträchtigung der inneren Sicherheit. Es besteht bei vielen Bürgern die ernste Befürchtung, dass die innere Sicherheit und der innere Friede durch die Einwanderung einer großen Anzahl von Menschen aus anderen Religionen und Kulturen schwer beeinträchtigt werden könnte. Dies bezieht sich zum einen auf das Anwachsen der Kriminalität und zum anderen auf das Entstehen eines Szenarios, in dem sowohl auf deutscher Seite wie auch auf Seiten der Zuwanderer zahlreiche politische bzw. auch ethnische und religiöse Gruppen gegeneinander kämpfen. Sei es verbal, sei es in Form heftigen Streites oder eben auch mit Gewalt.
Auch was die zu erwartende Entwicklung der Kriminalität betrifft, so gibt es zahlreiche einander widersprechende Prognosen und Gutachten. Aber ich denke, dass es offensichtlich ist, dass die Einwanderung von Millionen Menschen, so wie es derzeit geschieht, zu einer erheblichen Steigerung der Kriminalität führen wird. Und ferner ist auch hier zu bedenken, dass es oft auch schon zu Auseinandersetzungen gekommen ist, und zwar in vielen Fällen sind Christen, die um ihres Glaubens willen aus ihren Heimatländern geflohen sind, in den Flüchtlingsunterkünften Zielscheibe von Beleidigungen und tätlichen Angriffen durch radikale Moslems geworden sind. In der großen religiösen und kulturellen Divergenz, sowohl zwischen Einwanderern und Einheimischen als auch zwischen den verschiedenen Flüchtlings- und Einwanderergruppen, liegt auch ein großer Unterschied zu der Aufnahme von Millionen Deutscher aufgrund der Vertreibung in Ostdeutschland in den Jahren 1945-46 sowie aufgrund der Flucht aus der DDR in den 50er Jahren. Denn damals handelte es sich bei den Aufgenommenen um Landsleute, um Deutsche, mit denen die Einheimischen eine gemeinsame Sprache, Religion und Kultur verband. Selbst damals kam es, vor allem im Rahmen der zwangsweisen Zuweisung von Wohnraum, nicht selten zu erheblichen Reibungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen bzw. Heimatvertriebenen. Und schließlich sind die Konsequenzen zu berücksichtigen, die sich daraus ergeben, dass der größte Teil der Einwanderer Moslems sind. Denn hieraus ergibt sich mehreres. Der Islam gebietet im Koran jedem Moslem, die Herrschaft Allahs auszudehnen. Diese Anstrengung für die Herrschaft Allahs wird Dschihad genannt. Und diese kann mit verschiedenen Mitteln, sei es mit Gewalt, sei es mit politischen Mitteln, durchgeführt werden. Umgekehrt erlaubt der Islam die Integration der Moslems in eine nicht-moslemische Gesellschaft nicht. Schon im Jahr 2005 sagte der Nahost-Experte und Politikwissenschaftler Bassam Tibi, man muss offen sagen, die Religion des Islam erlaubt die Integration nicht. Ein Muslim darf sich einem Nicht-Muslim nicht fügen. Wenn er in der Diaspora lebt, dann ist das eine Notsituation und er kann sich absondern. Das sagt die normale Religion und nicht eine fundamentalistische Variante. Zitat Ende. Man kann in diesem Zusammenhang auch nicht bestreiten, dass die Integration schon in den vergangenen Jahren, also auch schon vor der Flüchtlingskrise, vielfach gescheitert ist und stattdessen islamisch geprägte Parallelgesellschaften sowie auch rechtsfreie Räume in zahlreichen deutschen Städten entstanden sind. Und dies alles hängt mit dem Koran als der Hauptquelle des Islam eng zusammen. Denn diesem zufolge hat Allah festgelegt, dass Juden und Christen Ungläubige und Verfluchte seien, Sure 9, Vers 30, die den Muslimen zum Tribut verpflichtet seien, Sure 9, Vers 29. Vor einer Freundschaft mit Ungläubigen werden die Moslems im Koran gewarnt, Sure 5, Vers 51. Und es ist offenkundig, dass dies zu einem Anwachsen nicht nur von Christenfeindlichkeit, sondern auch von Antisemitismus führen wird und auch schon geführt hat. Deshalb ist auch der Zentralrat der Juden seit November 2015 für eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Auch die Frau wird gegenüber dem Mann im Islam nicht als gleichwertig angesehen. Hiergegen wird nun eingewandt, dass längst nicht alle Moslems nach diesen Aussagen des Koran leben und handeln. Dies stimmt teilweise. Es gibt viele Namensmoslems, die nur auf dem Papier Moslems sind, aber überhaupt keine religiösen Überzeugungen und Interessen haben. Dann gibt es liberale Moslems, die diese Koranaussagen heute nicht mehr als gültig und verbindlich ansehen. Ferner gibt es Moslems, die den Koran zwar hinsichtlich der Ausübung der persönlichen Religionsausübung als verbindlich ansehen, nicht jedoch hinsichtlich dessen gesellschaftspolitischer Aussagen und Forderungen. Wie groß der Anteil dieser einzelnen Gruppen von Moslems ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es kann durchaus angenommen werden, dass dies die Mehrheit der in Deutschland und anderen europäischen Staaten lebenden Moslems umfasst. Aber schließlich gibt es diejenigen Moslems,
die auch die gesellschaftspolitischen Aussagen und Forderungen des Korans ernst nehmen und befolgen. Und auch hierbei handelt es sich um einen erheblichen Teil der in Deutschland lebenden Moslems. Dies aber sind in Anbetracht einer von bis 1,5 Millionen Menschen, die seit Mitte 2015 in Deutschland eingewandert sind, zweifellos eine große Zahl von Menschen, die eben auch versuchen werden, weiteren Einfluss unter den Namensmoslems und den gemäßigten Moslems zu gewinnen. Das heißt, die vom Islam ausgehenden gesellschaftspolitischen Gefahren sind auch dann real, wenn nur eine Minderheit der in Deutschland lebenden Moslems diese Ziele auch durchsetzen will. Schließlich will ich noch darauf eingehen, dass den Gegnern der Flüchtlings- bzw. Einwanderungspolitik so oft Ausländerfeindlichkeit vorgeworfen wird. Ich will keineswegs bestreiten, dass für manche tatsächlich die Ablehnung der Ausländer als Menschen maßgebliches Motiv ist. Dennoch ist es völlig unzulässig, ja sogar unseriös und beleidigend, allen Gegnern der Flüchtlingspolitik Ausländerfeindlichkeit zu unterstellen. Niemand wird ja auch einem Unternehmer, der es ablehnt, neue Arbeitskräfte einzustellen, unterstellen, er täte dies aus Arbeiterfeindlichkeit, das heißt aus persönlicher Feindschaft gegenüber den Bewerbern. An die Erwartung, es werde zu einem friedlichen, ja harmonischen Zusammenleben zwischen den Einheimischen und den Millionen Einwanderern kommen, müssen auch ernsthafte Anfragen aufgrund der Erfahrungen der Geschichte gestellt werden. Denn wenn Millionen Menschen völlig unterschiedlicher Sprachen, Kulturen und Religionen innerhalb kürzester Zeit in einem Land zusammentreffen, dann geht die geschichtliche Erfahrung dahin, dass es nicht zu einem friedlichen Miteinander kommt, sondern zu Streit und Gewalt bis hin zum Bürgerkrieg. Die Einwanderung in dem bisherigen großen Ausmaß führt auch dazu, dass eine große Zahl unter anderem von Asylsachbearbeitern, sonstigen Verwaltungsangestellten, Dolmetschern, aber auch Polizeibeamten neu eingestellt werden muss. Und dies erfordert erhebliche finanzielle Mittel zusätzlich zu den Mitteln für Unterkunft und soziale Grundsicherung. Eine Abwägung aller für und gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sprechenden Umstände muss somit, so meine ich, zu dem Ergebnis gelangen, dass die Zuwanderung einer Zahl von zumal hauptsächlich islamischen Flüchtlingen in der gegenwärtigen Größenordnung nicht den Interessen der Bundesrepublik und der deutschen Bürger entspricht und daher abzulehnen ist. Jedoch gibt es christliche Stimmen, denen zufolge es für die Haltung der Christen zur Flüchtlingskrise nicht auf die politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen der Zuwanderung ankommen dürfe, sondern in erster Linie auf die mit der Zuwanderung verbundenen missionarischen Chancen. Und in der Tat bietet die Einwanderung der vielen Hunderttausenden, zumeist islamischen Flüchtlinge, der Gemeinde Jesu große Chancen, diesen Menschen, Jesus Christus, zu bezeugen und sie durch ihn mit Gott zu versöhnen. Hierauf werde ich auch noch näher eingehen. Dennoch kann dies nicht bedeuten, dass wir Christen die aktuelle Masseneinwanderung aus diesem Grund insgesamt positiv zu beurteilen hätten und dass die politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen, die ich ja eben geschildert habe, bei unserer Beurteilung zurückzustehen hätten. Denn es geht dabei auch um Frieden und innere Sicherheit in Deutschland, die ein hohes Gut sind, ja sogar unverzichtbare Voraussetzungen für ein geordnetes Leben im Staat. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, der Stadt Bestes zu suchen. Und da geht es nicht nur darum, dass Christen die Möglichkeit zur Mission erhalten, sondern vor allem auch darum, dass alle Bürger in Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit im Staat leben können. Allerdings haben Staaten mit christlichem Selbstverständnis in der Geschichte oftmals verfolgte Christen aus anderen Staaten aufgenommen. Etwa England im 16. und 17. Jahrhundert, verfolgte Protestanten aus Spanien, ebenso Preußen im 17. und 18. Jahrhundert, verfolgte Hugenotten und Protestanten aus Österreich. Dementsprechend wäre es aus christlicher Sicht durchaus zu befürworten, wenn Deutschland und die anderen EU-Staaten verfolgte Christen aus dem Nahen Osten für die zu erwartende Dauer der Verfolgung aufnehmen.
Ähnliches würde für Kriegsflüchtlinge aus der Ostukraine gelten, in der seit circa 2 Jahren ein blutiger Bürgerkrieg tobt. Ich komme nun zum weiteren Abschnitt, worüber ja auch oft gesprochen wird, über die mutmaßlichen Ziele der Bundesregierung. Viele Bürger fragen sich, was bezweckt die Bundesregierung eigentlich mit ihrer Politik, wo doch Nachteile und Gefahren unübersehbar sind. Was dieses Motiv der Bundesregierung und der übrigen Parteien und gesellschaftlichen Kräfte ist, die Zuwanderung einer großen Anzahl von Flüchtlingen und anderen Personen aus anderen Kulturkreisen zu befürworten, ja sogar leidenschaftlich zu propagieren, kann ich nicht abschließend und letztgültig beantworten. Als Motiv geltend gemacht werden, wie ich ja schon sagte, zum einen Barmherzigkeit und Nächstenliebe sowie die Grundwerte der EU und zum anderen die Hoffnung, dass die in Deutschland fehlenden Arbeitskräfte durch die Zuwanderer ersetzt werden. Ob und inwieweit das glaubhaft ist, möge jeder sich selbst überlegen. Man wird ferner davon ausgehen können, dass die Motive nicht bei allen, die für die Einwanderung verantwortlich sind und diese auch weiterhin befürworten, identisch sind. Das heißt, ich denke, es gibt unterschiedliche Motive bei den Befürwortern. Darüber hinaus gibt es jede Menge Mutmaßungen hinsichtlich der angeblich wahren Motive, die etwa darin gesehen werden, dass in Deutschland eine interkulturelle und multireligiöse Gesellschaft geschaffen werden soll, die als Vorbild für eine künftige Europa- und schließlich weltweite Gesellschaftsordnung dienen soll, oder dass die Bundesregierung im Auftrag US-amerikanischer Kreise handelt, die Deutschland und die EU als Konkurrenten dadurch wirtschaftlich und politisch entscheidend schwächen wollen. Was diese möglichen Motive betrifft, so will ich mich hier jedoch einer Stellungnahme enthalten, da ich dies nicht mit Sicherheit beurteilen kann. Ein weiterer Punkt betrifft die weitere Entwicklung des Geschehens. Und die weitere Entwicklung der Flüchtlingskrise in Deutschland ist schwer vorherzusagen. Trotz der Abkommen mit der Türkei im März dieses Jahres ist anzunehmen, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Flüchtlinge und sonstige Migranten, vor allem aus dem Nahen Osten, nach Deutschland kommen werden. Die Bundeskanzlerin hat jedenfalls auch nach den für die CDU verlustreichen Landtagswahlen im März ausdrücklich erklärt, dass sie ihre diesbezügliche Politik nicht ändern werde. Die übrigen Staaten Europas werden hingegen vermutlich ebenfalls bei ihrer Haltung bleiben, das heißt keine oder nur wenige Flüchtlinge aufnehmen. Dann geht es um unseren Umgang mit Flüchtlingen und Ausländern. Es sollte sich für uns als Christen eigentlich von selbst verstehen, dass wir die einzelnen Ausländer und Flüchtlinge, wenn wir mit ihnen in Beziehung treten, als unsere Nächsten lieben sollen. Das bedeutet, dass wir ihnen freundlich begegnen und ihnen auch praktische Hilfe leisten, soweit uns das im Einzelfall möglich ist. Es verhält sich ja eben nicht so, als ob jeder der Gegner der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zugleich auch Gegner der Flüchtlinge als Menschen sei. Auf Christen sollte dies jedenfalls nicht zutreffen. Unsere Nächstenliebe gegenüber den Flüchtlingen bedeutet aber auch und vor allem, ihnen die rettende Botschaft in Jesus Christus weiterzusagen. Die meisten Flüchtlinge sind Moslems, manche auch Namenschristen, Atheisten oder religiös gleichgültig, oder Angehörige anderer Religionen. Wie ein evangelistischer Kontakt am besten hergestellt werden kann, ist Sache der jeweiligen persönlichen und örtlichen Situation. Mitunter ist es auch heute noch möglich, dass Christen Flüchtlingsheime besuchen und evangelistische Traktate in arabischer Sprache und in anderen Sprachen verteilen und mit den Flüchtlingen sprechen und Jesus Christus bezeugen. Und Gott sei Dank sind schon bis jetzt eine Anzahl von Flüchtlingen, darunter auch ehemalige Moslems, zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Gerade die Evangelisation unter islamischen Flüchtlingen wird aber von vielen derer, die die Aufnahme möglichst vieler Flüchtlinge befürworten, scharf abgelehnt. Dies ist vor allem bei der Rheinischen Landeskirche, aber auch anderen Gliedkirchen der Evangelischen Landeskirche der Fall. Hiernach ist es zwar gestattet, Zeugnis zu geben, nicht aber zu missionieren.
Wo ist da der Unterschied? Nun, der besteht ganz einfach darin, die Christen sollen den Moslems zwar sagen dürfen, dass sie Christen sind und sie dürfen auch von Jesus sprechen, aber sie dürfen ihnen nicht sagen, dass sie nur durch Jesus Christus mit Gott versöhnt und errettet werden können und ohne ihn verloren sind. Man dürfe zwar den eigenen Glauben bezeugen, aber andere Religionen nicht schlecht machen, wird gesagt. Denn man ist in der evangelischen Landeskirche weitestgehend der Ansicht, dass Christen und Moslems zum gleichen Gott beten und beide Kinder Gottes sind. Außerdem würde, so sagt man, Mission unter Moslems den Frieden in einer multireligiösen Gesellschaft gefährden. Es ist also damit zu rechnen, dass Christen, die unter Moslems evangelisieren, unter starken gesellschaftlichen Druck geraten. Und nicht auszuschließen ist auch, dass solche Mission oder auch grundsätzliche Kritik an anderen Religionen künftig gesetzlich untersagt wird. Aber es gilt für die Gläubigen auch hier. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wie Petrus in Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagt. Die Flüchtlingskrise gibt den Gläubigen in unserem Land viele Möglichkeiten, Moslems von der Verlorenheit zur Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus zu bringen und für die Ewigkeit zu erretten. In einem letzten Abschnitt komme ich noch darauf zu sprechen, was Gottes Handeln in der Flüchtlingskrise sein könnte. Auch darüber machen sich viele Christen Gedanken. Was bezweckt Gott damit? Was sind seine Gedanken und Absichten? Auch was dies betrifft, werden eine Reihe unterschiedlicher Ansichten vertreten. Die Befürworter der Flüchtlingspolitik sehen darin den Willen Gottes zur Schaffung einer neuen, offenen und multireligiösen Gesellschaft, während die Gegner darin ein Gericht über Deutschland oder eine Heimsuchung Deutschlands durch Gott sehen. Ein Gericht Gottes, das heißt ein strafendes Handeln gegenüber Deutschland, wird etwa mit dem Holocaust begründet oder deshalb, weil Deutschland seit Jahrzehnten die Abtreibung legalisiert hat und seit langem auch homosexuelle Partnerschaften rechtlich anerkennt. Sieht man Gottes Handeln als Heimsuchung, so würden die mit der Flüchtlingskrise verbundenen Folgen dem Zweck dienen, Deutschland wieder zur Rückkehr zu Gottes Geboten und Ordnungen zu bewegen und die einzelnen Menschen zur Umkehr zu Jesus Christus zu führen. Ferner gibt es auch Deutungen, wonach Gott nunmehr den Ablauf endzeitlicher Ereignisse zulässt, wie etwa die Schaffung einer politischen, religiösen, wirtschaftlichen und kulturellen Welteinheit und damit in Europa und vor allem in Deutschland beginne. Oder man könnte sagen, dass Gott die Flüchtlingskrise bewirke oder zulasse, damit Millionen vom Evangelium unerreichter Menschen durch die Christen in Deutschland evangelisiert werden könnten. Wir sehen also, es gibt auch unter Christen eine Vielzahl von Deutungen hinsichtlich des Handelns und des Willens Gottes in der Flüchtlingskrise. Die Schwierigkeit besteht in der Deutung solcher Ereignisse jedoch immer darin, dass es viele Möglichkeiten gibt, die für Gott Grund seines Handelns oder seiner Zulassung sein könnten und dass wir den wahren Grund nicht genau kennen können, sofern er uns nicht in der Bibel, das heißt im prophetischen Wort, und in den Aussagen über die Endzeit geoffenbart wurde. Einen biblischen Hinweis auf die Flüchtlingskrise und ihre Folgen kann ich jedoch derzeit nicht erkennen, obwohl ich weiß, dass es Brüder gibt, die entsprechende Bezüge herstellen zu einzelnen Bibelstellen. Letztlich wissen wir nicht, warum Gott jetzt so handelt, genauso wenig, wie wir wissen, wie sich die Flüchtlingskrise in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Wir sollten deshalb mit der Beantwortung dieser Frage vorsichtig sein. Allerdings lehrt die Bibel eindeutig, dass vor der Wiederkunft Jesu ein Welteinheitsstaat unter Führung des Antichristen existieren wird, der eine politische, religiöse, wirtschaftliche und kulturelle Welteinheit beinhaltet. Aber wir wissen nicht mit Sicherheit, ob das jetzt hier schon im Gange ist. Ich fasse das Gesagte noch einmal kurz zusammen. Wir haben festgestellt, dass die gegenwärtige Flüchtlingskrise in Deutschland ein schwerwiegendes
und einschneidendes Ereignis darstellt und im Hinblick auf die schon eingetretenen und noch zu erwartenden politischen und gesellschaftlichen Folgen geeignet ist, für unser Land große Sorgen für die Zukunft zu erwecken und dass die Zukunft nach unserer Erkenntnis ungewiss ist, auch im Hinblick darauf, wann die nächsten oder womöglich sogar die letzten endzeitlichen Ereignisse eintreten werden. Dennoch soll und darf dies nicht die einzige Perspektive für uns sein. Als Christen dürfen wir uns auch in dieser Lage in der Hand Gottes wissen, der auch diese Situation in seiner Hand hält. Wachsamkeit und Besorgnis, ja. Angst und Panik, nein. Und ich hatte ja auch aufgezeigt, dass diese Situation uns die Möglichkeit bietet, vielen Menschen die rettende Botschaft von Jesus Christus zu bezeugen. Und ich wünsche mir, dass unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus gestärkt und nicht geschwächt wird. Jesus Christus ist der Einzige, der uns helfen kann. Menschen oder politische Kräfte können nicht oder nur sehr wenig helfen. Manche von Ihnen waren vielleicht schon bei der Endzeitkonferenz im September vergangenen Jahres hier, wo ich über die Ukraine-Krise in ihrem endzeitlichen Zusammenhang gesprochen habe. Auch damals hatte ich festgestellt, dass uns nur Jesus Christus helfen kann und keine politischen Mächte wie die USA oder Russland. Und dasselbe gilt auch jetzt in der Flüchtlingskrise. Und daran wollen wir denken und festhalten. Amen. Ja, ich möchte mit uns noch gemeinsam beten und bitte alle so weit wie möglich sich zu erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir stehen zurzeit in einer Situation, die uns viel Sorge und Ratlosigkeit bringt. Aber du hast diese Situation in der Hand. Du weißt auch, worauf es hinauslaufen soll. Wir wissen es nicht. Aber du gibst uns hier auch die Möglichkeit, dich zu bezeugen als einzigen Mittler zum Vater, als einziger Weg in das Himmelreich. Gib, dass wir auch als deine Boten und Botschafter auch in dieser Lage auftreten, wenn du uns entsprechende Möglichkeiten und Gelegenheiten gibst, dass wir auch den Flüchtlingen und anderen Einwanderern dich bezeugen und ihnen auch helfen und freundlich begegnen können und dich auch dadurch durch unser Leben bezeugen. Gib auch, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, dass wir an dir festhalten als dem einzigen Erlöser, als dem einzigen Mittler zu Gott und stärke uns auch in dieser Situation, auch wenn wir wieder in die Städte und Orte zurückkehren, wo wir leben, wo die Situation auch unterschiedlich ist, wo es zum Teil auch notvolle Situationen gibt. Du bist bei uns und das wollen wir auch mit in unseren Alltag hineinnehmen. Amen.